Herzlich willkommen hier beim Gastronomie-Simulator 2014. Nein, Spaß, natürlich herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 2015. Wir sind mit unserem Trecker hier zum Hotel gefahren, um einfach mal hier ein bisschen einzuchecken. Oder eher gesagt, um uns hier ein bisschen umzugucken. Wir fahren jetzt wieder, aber ich weiß noch nicht so richtig wohin. Wir haben hier in der Nähe eine Windmühle. Und eine Eierverkaufsstelle. Eier, wir brauchen Eier. ja, dann haben wir da noch ein Dorf. Da würde ich sagen, fahren wir jetzt als nächstes hin. Dann können wir zum Gartencenter hinfahren. Das ist eher was für die Frauen. Aber trotzdem, da fahren wir hin. Gucken uns das mal an. Also wir müssen jetzt hier rechts. Jetzt fahren wir hier wieder durch den Wald, ey. Das wird scheiße. Ach du heilige Kacke. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich muss jetzt erstmal gucken, wo müssen wir denn hier abbiegen? Können wir hier lang? Gott. Ich glaube, wir fahren jetzt mal hier. Ach du heilige Scheiße. Also, der Grafikfehler ist immer noch da, nur so zur Info, die letzte Folge geguckt haben. Der Grafikfehler ist nach der Umstellung der Grafik immer noch da. Es kann nicht an der Grafik liegen. Ja. Nur so zur Info. Wir müssen da hoch. Was ist das denn? Na super. Na, wir können auch da auf die Straße. Ist nicht so schlimm. Also, wir biegen jetzt hier ab. Ach, jetzt mal falsch abgebogen. Das ist blöd. Das ist ganz blöd. Jetzt sind wir nämlich gleich wieder beim Holzlager. Da waren wir schon. So, hier ist jetzt die Eierverkaufsstelle. Müssen wir nur noch einen Eingang finden. Hier geht's rein. Eier, wir wollen Eier. So. Hier einsteigen. Ach so, nee, da wollen wir eigentlich nicht. Ja, okay, hier kann man auf jeden Fall die Eier verkaufen. Ist jetzt nicht so spektakulär, ist einfach nur so ein Häuschen irgendwie von der Oma nebenan, die hier die Eier abkauft. Ja, ist jetzt nicht weiter spektakulär, aber die Reifenspuren sind spektakulär. Das finde ich nämlich nach wie vor total geil. Weil das ist echt gut gemacht. Und auch der Dreck. So, der Lärm, den ihr jetzt im Hintergrund hört, der ist nicht von dem Spiel hier. Hier fährt nämlich gerade vor meiner Tür ein Trecker lang. Das passt natürlich zum Spiel, aber es gehört nicht zum Spiel, nur so zur Info. Was genau der jetzt hier gemacht hat, weiß ich nicht. Naja, wir beziehen uns mal wieder aufs Spiel. Und stellen fest, der Trecker ist schön dreckig geworden. Also das sieht richtig geil aus, das muss man einfach mal sagen. Dieser Dreck hier überall und hast du nicht gesehen, ne? Also da geht richtig was. Naja, wie auch immer, wir steigen wieder ein. Kommt da ein Auto? Wir wollen hier niemanden töten. Wir sind ja hier nicht bei GTA 5. Das nur so am Rande. Das erwartet euch dann aber auch ab Januar oder ab irgendwann im Frühjahr. Wann genau, weiß ich nicht. Aber es kommt höchstwahrscheinlich ja Januar raus. Wenn sich da nicht noch was ändert, man weiß es ja nie. So, wir fahren jetzt mal hier hin. Hier ist nämlich die Windmühle. Aber ist auch nicht spektakulär. Ich steige hier gar nicht erst aus. Oder wir gucken uns die Mühle mal an. Das wäre eine Idee. Aber ansonsten gibt es hier auch nicht so viel zu sehen. Ich glaube auch gar nicht, dass man da hochkommt. Oder? Ja, super. Sensationell, man kommt noch nie mal da hoch. Och Mann. Ja. Also, ganze knicken. Wir fahren weiter. Was kommt als nächstes? Eine Grasabladestation und das Dorf. Also wir fahren jetzt.
in die Richtung weiter. Und hier ist auch schon das Dorf. Sieht wahnsinnig schön aus. Kommt gleich bestimmt auch irgendwie der Penny oder so. Also hier ist dieses wahnsinnig große Dorf. Diese Mega-Metropole. Es ist schon geil. So, wir gucken. Öffne Anschlagblatt. Chemische Lieferung. Ein wichtiges Laborexperiment wurde wegen einer ausstehenden Lieferung aufs Eis gelegt. Holen Sie die Kühlbox und bringen Sie diese zur angegebenen Adresse. 9 Minuten, 5200 Frontlader mit Paletten. Haben wir nicht. Offene haben wir auch nur die, also zurück. Da könnte man sich Missionen holen, wenn man nichts zu tun hat. Aber so ist es ja nicht. Wir sind auf Erkundungstour. Da hinten ist ein Telefon, da kann man sich Hilfe holen. Das hatten wir schon im Tutorial in der ersten Folge mitbekommen. Ansonsten gibt es hier nichts in diesem Dorf. Hier gibt es noch eine Grasabladestation. Oder wo? Ah, da hinten beim Zirkus war auch eine. Genau, die hatte ich nämlich gar nicht gecheckt, dass das eine Grasabladestation ist. In der, wann war das? Zweite Folge, glaube ich. Oder noch die erste. Ich glaube, es war die zweite. Genau, die zweite. Ja, hier würden wir jetzt wieder zurückfahren. Oh, ja, das war jetzt ein bisschen Fail. Wir drehen jetzt und fahren. Wo fahren wir als nächstes hin? Genau, zum Gartencenter. Einfach jetzt geradeaus. Ab zum Gartencenter jetzt hier. Gucken wir mal, was da so geht. Dann fahren wir noch bei der Biogasanlage vorbei. Und dann biegen wir mal ab zum Bauernhof, um uns den mal endlich anzuschauen. Und hier ist das Gartencenter, der Traum jeder Frau. Überall Blümchen und irgendein Gestrüpp. Und wir steigen mal aus und gucken es uns an. Ein Fragezeichen. An dieser Stelle können Sie Setzlinge für die Setzmaschine kaufen. Können wir hier rein? Nö. Also Gartencenter-Shop aufrufen. Palette Setzlinge. Da kann man richtig viel kaufen. Ansonsten gibt es hier nicht so viel. Überall liegt irgendein Gerümpel rum. Halt wie ein Gartencenter, ne? Also außer, dass alles ein bisschen offen ist. Ist jetzt hier nicht so wie die Gartenabteilung beim Obi. Paar Tomaten hier. Lecker Tomätchen und irgendein Kohl. Naja. So, wir schwingen uns wieder in unser Tuk-Tuk. Ah, wir fahren bei der Kuhweide vorbei. Das ist auch noch wichtig. Die Kuhweide. Die ist hier hinten. Da fahren wir jetzt einfach hier geradeaus. Und hier ist die Kuhweide. Logischerweise ohne Kühe. Hier haben wir noch einen Unterstellplatz. Das ist gut zu wissen für die Fahrzeuge. Ja, ansonsten... Ach, hier haben wir auch noch eine Unterstelle. Auiuiui, hier geht's ja richtig ab. Hier haben wir noch eine Unterstelleranlage oder Unterstellplatz. Hier die Molkmaschine. Hier können wir Sachen einlagern. Schauen wir mal gerade aus. Hier haben wir auch noch eine Lagerhalle. Was haben wir hier? Was ist das denn? Ach, das ist Gülle, ist das. Ja, die Futteranlagen.
Ja, so sieht das hier aus. Bei der Kuhweide. Jetzt fahren wir aber nun wirklich zum Bauernhof. Wir fahren da durch den Wald ein bisschen, um uns das mal anzugucken. Vorher noch bei der Biogasanlage vorbei. Zack, im Windschatten und dann überholen wir. Zack. Oh. Da haben wir das Ding weggekegelt. Das ist ja lustig so. Bäm. Und da fliegt das Ding. So, hier biegen wir mal ab. Biogasanlage. Dann fahren wir durch die Schranke. Ja, hier ist halt auch noch nichts, ne? Ist logisch. Können wir hier hinten wieder rausfahren? Ah, hier ein Feld. So, und jetzt biegen wir hier gleich ab auf so einen Feldweg zum Bauernhof. Wir könnten natürlich auch über die öffentliche Straße fahren, machen wir aber nicht. Weil wir wollen ja die Map nur mal erkunden und auch hier so die Nebenwege. Hier geht's hoch. Stehen natürlich auch überall Bäume. Kann man höchstwahrscheinlich auch dann fällen in der Forstwirtschaft. Aktuell gibt es ein paar Frames-Einbrüche. Liegt höchstwahrscheinlich an den Bäumen, die hier geladen werden. Also wie gesagt, überall stehen hier Bäume. Und ich glaube mal, dass man die dann auch größtenteils fällen kann. So, und jetzt sind wir hier gleich schon am Hof. Ui, wo geht's denn hier hoch? Geht's hier auch zum Hof? Dann fahren wir da hoch. Sieht doch interessant aus hier. Ist das überhaupt mein Hof? Ach nee, wir müssen noch weiter. Naja, okay, aber was ist das denn dann hier? Ach, hier ist auch wieder so ein Aufgabenbrett. Naja. Mal hier wieder runter. Oder? Ja, okay, hier unten ist nämlich der Bauernhof. Oder? Och Mann, bin ich jetzt immer noch falsch? Was war denn jetzt hier? Hallo und willkommen zu Ihrem neuen erworbenen Bauernhof in Bjørnholm. Folgen Sie dem Weg, um zum Abstellplatz Ihres Hofes zu gelangen. Dort finden Sie weitere Hinweise zum Spiel. Also, wir sind da, wir sind endlich angekommen nach einer relativ langen Reise, obwohl wir eigentlich nur die eine Hälfte der Map gesehen haben. Die andere Hälfte werde ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Und, ja, hier steht schon Trecker rum, hier steht schon irgendwas rum. Und wir biegen jetzt mal gerade hier ab. Hier ist nämlich schon irgendein Infoding. Stroh und Heu. Wenn Sie für Stroh und Heuballen keine weitere Verwendung haben, können Sie diese hier einlagern und erhalten etwas Geld dafür. Warum kriegt man denn für die eigene Einlagerung Geld? Das ist ein wenig unlogisch. Naja, okay. Wir erkunden das jetzt mal hier weiter zu Fuß. Das macht mehr Sinn. Also, hier sind die Hühner, Hühnerstall. Sobald sie Hühner kaufen, werden diese direkt hin
Hierher geliefert Hühner legen Eier, welche sie an markierten Stellen auf der Karte verkaufen. Ach, hier ist nur der Hahn. Ich werd bekloppt. Ich dachte schon, ich habe ja gar keine Hühner gekauft. Warum sind denn hier Hühner? Aber okay. Hier haben wir noch was zum Einlagern. Hier haben wir noch was zum Einlagern. Hier steht der Mähdrescher. Hier können wir noch was einlagern. Können wir nicht aufmachen. Da steht ein Gewicht. Ah, hier kann man auch noch hoch. Was an sich aber nicht viel bringt. Hier steht der Flug. Was haben wir hier? Was ist das denn? Gibt's hier irgendwas? Nö. Also auch keine sonderlich große Bedeutung. Ah, da ist noch ein Infoding. Saatgut, Sämaschinen können Sie gegen Bares bei diesen Paletten füllen, beim Gartencenter Sie weitere Paletten, da fehlt ein Finden Sie weitere Paletten. So, was haben wir hier? Hackschnitzel. An dieser Stelle können Sie Hackschnitzel lagern und sie zum Beispiel mit der Schaufel eines Radladers zurück in einen Hänger verladen. Ja, hier sind Kartoffeln und hier sind Rüben. Kartoffeln und Zuckerrüben. Kartoffeln und Zuckerrüben können Sie lagern, indem Sie hier abladen. Auf der Rückseite der Halle stehen zwei Förderbänder, wo Sie Anhänger füllen können. Ja, das kennen wir aber auch schon. Hier Silos. In diesen Silos können Sie vorübergehende Rohstoffe lagern. Fahren Sie dazu mit einem befüllten Kipper über die Ablagestelle und entladen Sie die Fracht. Ein Symbol wird rechts eingeblendet, sobald Sie richtig stehen und den Kippvorgang einleiten können. Um einen der Rohstoffe aus dem Lager zu entnehmen, stellen Sie den Hänger unter das Rohr auf der anderen Seite und aktivieren Sie es. Der Kipper wird dann befüllt, bis er entweder voll oder bis das Silo leer ist. Ja, ansonsten haben wir hier halt noch ein paar Hallen, wo wir halt Fahrzeuge unterstellen können und solche Späße. Aber viel mehr gibt es dann hier auf diesem Hof an sich nicht mehr zu sehen. Was haben wir hier noch? Am Brunnen wie diesen können Sie Wassertanks füllen. Was? Hä? Dein Ernst? Wie soll man denn an so einem Brunnen einen ganzen Wassertank füllen? Stehst du einen halben Tag da an dem Brunnen, bis du erstmal Wasser hast. Oh wei, oh wei, oh wei. Naja, wenn sie meinen. Ja, hier waren wir ja noch beim Grubbern. Aber trotzdem, ich würde eigentlich lieber erstmal ich glaube, das war nicht so ganz richtig, wie ich das hier gemacht hatte in der ersten Folge. Könnt ihr mir mal einen Tipp geben in den Kommentaren, wie das richtig funktioniert. Ich habe nämlich keinen Plan. Aber die Spuren bleiben nicht auf Dauer. Hier hatte ich mich vorhin bei mehreren Spuren. Die sind weg. Na schade, aber wäre auch ein bisschen dann zu extrem. Naja, das war es jetzt erstmal mit dieser dritten Folge. Wir sehen uns im vierten Teil wieder. Macht's gut, wir sehen uns. Bis dann und tschüss.